Am 22. Juli 1965 ereignete sich der größte Fabrikbrand in der Plettenberger Stadtgeschichte. So gegen 2 Uhr in der Früh bemerkten Schademitarbeiter der Nachtschicht Rauchschwaden in der galvanischen Abteilung. Die rund 3000 Quadratmeter große Werkshalle brannte binnen weniger Minuten lichterloh. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten große Mühen, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Hallen zu verhindern. Obwohl Firma Schade zu jener Zeit hervorragend auf plötzlich entstehende Feuer vorbereitet war, es gab schon eine Werksfeuerwehr und weiterhin war man im Besitz des größten Wasserturms für Löschzwecke in Plettenberg, war solch ein Großbrand nicht zu beherrschen. Auch durch Einsatz von Schaumlöschgeräten war es der Feuerwehr nicht gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Werkshalle brannte bis auf die Grundmauern nieder. Ein Kurzschluss in einer Verteilerdose war nach Ansicht der Staatsanwaltschaft der Auslöser für dieses Inferno. Nach dem Brand wurde in Windeseile am Wiederaufbau gearbeitet, damit Schade keinen Lieferverzug gegenüber den Konzernen wie VW, Opel und auch Ford zu beklagen hatte.